Tag im Monat Iyar, der Rambam sagt in Sefer HaMitzvahs, wir kommen jetzt zu die Ende von Hilches, Tumme, Betare, von Unreinheit und Reinheit. Und der Rambam erzählt uns, dass der Idee von Tara und Tumme gibt es, wie wir gestern gelernt haben, bei jedem Gegenstand, bei Menschen, bei Tiere, bei Geschirr, bei die Haus. Aber es gibt Nacht irgendwo. Es gibt in die Luft. Es gibt die Idee, was heißt Taras Avir, Reinheit der Luft. Wir denken normalerweise, dass die Luft ist etwas, die ist, was einfach abwesend ist. Wir sehen es nicht. Und es ist da, wir brauchen Sauerstoff, aber es hat keine echte Existenz. Sagt die Tora, doch, die Luft selber hat auch eine echte Existenz. Wie können wir machen die Luft rein? Dadurch, dass wir in die Luft sagen Wörter von Torah. Wo sehen wir das? In Pirkei Avot, im 5. Kapitel. Bei Asarama Amarot Nivraola, mit 10 Aussagen hat Gott die Welt erschaffen. Das heißt, wenn wir etwas sagen, es wirkt auf die Luft. Deswegen ist es nicht ausreichend, wenn die Menschen nur denkt, Wörter von Torah, die Menschen muss sagen, wenn die Mensch geht auf die Straße, soll einfach verbal sagen, Wörter von Torah und insbesondere Wörter von Chassidut. Und das macht die Luft rein. Genauso, wenn wir sagen gute Wörter über jemanden, das macht, dass die Mensch, die gut in ihm, kommt raus. Und wenn wir sagen nicht gut über jemanden, das macht das Negative von dem Mensch, kommt raus. Und das kann die Realität bestimmen, was wir sagen. Und was sagen wir? Wir sagen, was wir denken. Weil wenn wir denken nicht gut und wir sagen gut, dann hält es nicht auf dem Daumen. So es beginnt mit dem Denken gut und es geht mit dem Sagen gut, es beginnt mit dem Denken Torah und es geht weiter mit dem Sagen Torah. Und wenn wir sagen Wörter von Torah, wir machen die Luft rein. Und das ist etwas, das in unserer Hand ist. Und insbesondere heute mit der modernen Technologie, wenn wir etwas schauen, wenn wir etwas denken, wenn wir etwas sagen, das bestimmt der Realität. Der Rebbe sagte nämlich, in der Zeit von der alten Rebbe, haben wir gesagt, das Stück Brot, das ich habe, gehört es zu dir wie zu mir. Aber erstmal hat man gesagt, dir und dann mir. Nicht wie es gehört zu mir, es gehört zu dir, sondern nein. Wie es gehört zu dir, gehört es auch zu mir. Deine wie meine. Von hier lernen wir, was echte Ahavat Israel ist.